Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Farm Time. Und heute haben wir die erste Lego Marvel Wundertüte. Juhu! Um genauer zu sein, die Lego Marvel Avengers Wundertüte. Nach 18 Magazinen erhalten wir dann nun die erste Wundertüte. Und diese Wundertüte trägt den tollen Namen Superhelden Power. Finde ich, passt auch wirklich zu Avengers. Allerdings haben wir hier keine Nummer dabei. Also wir haben nur den Namen und das Ganze kostet uns 5,99 Euro. Ich persönlich hoffe, dass sie aber bei diesem Namen bleiben und dementsprechend einfach fortlaufend machen, so wie wir es auch bei Ninjago und auch bei Star Wars kennen. Sprich, ein Namen, der komplett durchläuft. Bei City zum Beispiel haben wir das nicht und das ist manchmal sehr kompliziert, weil in den letzten paar Monaten haben wir auf jeden Fall bekommen die Polizei Power, die Polizei Action und ich glaube dann noch einmal Polizei Power Action oder sowas. Also stellenweise sehr verwirrend. Mir persönlich ist am liebsten, sie haben einen Namen, in dem Fall Superhelden Power und sie nummerieren das Ganze durch. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir hier bekommen können. Und zwar, hier steht zwar nur zwei Magazine, aber es sind wieder Magazine und Comics, die wir bekommen können. Also 2 von 8 und dementsprechend auch 2 von 8 Extras. Und da haben wir unter anderem den Venom, den Iron Man, Thor, Iron Spider, Spider-Man und nochmal den Iron Man. Und wenn ich das richtig sehe, ist leider genau derselbe, abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, die er in seinen Händen hat oder an den Füßen trägt. Dann noch einmal die Black Widow und War Machine. Ja, und das Schöne ist, wir bekommen das Magazin bzw. Comic mit passendem Extra. Und ihr wisst, das mag der Horgi wirklich sehr. Also wir können 5 Magazine bekommen und 3 Comics insgesamt. Und ich würde einfach mal sagen, bevor wir loslegen, sage ich mal kurz, was ich gerne hätte. Mir persönlich würde der Spider-Man zusagen, wenn es das Magazin Nummer 1 ist. Das hat aber mehr mit einem anderen Video zu tun. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle Figuren schon, die es hier gibt. Aber richtig cool finde ich auf jeden Fall den Iron Spider-Man. Das ist die Figur, die mir persönlich am besten gefällt. Klingt zwar komisch, weil sie ist wirklich nicht sehr aufwendig gemacht. Standardmäßig rote Hose, Torso und halt die Augen sind halt in Gold bedruckt. Zudem hat er halt noch 4 Spinnenbeine in Gold. Aber ich finde es einfach cool, weil es ist halt mal wirklich eine andere Spider-Man-Figur. Weil die anderen, es ist im Prinzip immer dieselbe mit kleinen Abweichungen. Dann würde ich sagen, genug Vorworte, fangen wir an, sie zu öffnen. So, wir fangen an zu öffnen. Im Normalfall versuche ich ja auch immer direkt 2 zu öffnen. Bei uns im Laden aktuell waren jetzt nicht so viele im Regal, darum habe ich mir auch nur eine mitgenommen. Ui. Die ist auf jeden Fall mal gut zugeklebt. Vielleicht liegt es auch an dem Wetter. Holla. Okay, also ich habe einen Comic, ein Magazin drin. Fangen einfach mal mit dem Comic an. Und da sehen wir natürlich direkt mal Werbung für das Magazin. Sehr schön. Leider nur alle 2 Monate. Drehen wir einmal um. Okay, es ist der Spider-Man allerdings aus dem Comic Nummer 3. Nichtsdestotrotz, ich bin echt froh, dass ich ihn habe. Das hat allerdings mit einem anderen Video zu tun. Diesen Spider-Man haben wir nämlich zum einen im Magazin Nummer 1 bekommen und dann scheinbar auch im Comic Nummer 3. Dann natürlich in dem Marvel Spider-Man 1 war auch ein Spider-Man drin. Bald bekommen wir ja wieder einen Spider-Man und dann habe ich alle 3 und kann sie mal wunderbar vergleichen. So, dann zweites, das ist dann ein Magazin. Die Tüte ist leer. Und dann drehen wir das Ganze mal um. Dann haben wir die Black Widow, das war die Nummer 9 gewesen. Und da gab es natürlich hier noch ein Booster dazu von Ninjago. Preistechnisch bei dem Comic lagen wir bei 3,99 Euro und bei dem Magazin bei 4,50 Euro. Und so sieht dann meine Ausbeute aus. Diesmal leider nur eine. Ich werde mir auf jeden Fall zum späteren Zeitpunkt nochmal eine organisieren. Und mal gucken, in welcher Form ich diese dann öffnen werde. Vielleicht, wenn wir dann ein zweites bekommen. Diese und die zweite Wundertüte von Marvel Avengers öffne. Wie gesagt, ein Comic, Spider-Man, ein Magazin, Black Widow. Ich bin eigentlich zufrieden. Finde es auch richtig cool, dass wir eine relativ große Auswahl haben und halt passendes Comic oder Magazin mit dem Extra bekommen. Aber dies ist natürlich wieder nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch.
Schreibt gerne mal in den Kommentaren, was haltet ihr von unserer Lego Marvel Avengers Superhelden Power Wundertüte. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Und wer es noch nicht getan hat, kann diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hoggy.